Legostein 13. Hey Leute, ich bin's wieder, Fabi von Legostein 13. Ich weiß ganz genau, ihr seid die ganzen Updates genauso satt, wie ich es bin. Aber da ich denke, ihr wollt auf dem Laufen gehalten werden, mache ich gerade nochmal eins. Falls ihr euch fragt, warum jetzt in den letzten Wochen nichts mehr Neues von mir gekommen ist, ich bin nicht tot und ich arbeite ganz fleißig an einem neuen Projekt. Ich werde nämlich für eine Person namens Oliver Evi, kein Plan, ihr könnt ihn mal googeln, wenn ihr ihn nicht kennt, ein Musikvideo mit Lego drehen. Und das zieht sich halt so ein bisschen von dem ganzen Drehen und so, weil es ziemlich cool werden soll. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass bei mir zu Hause mittlerweile irgendwie alles abkackt, weil mein Schnittrechner ist kaputt, der iMac, den ihr in manchen Videos gesehen habt, der fährt einfach nicht mehr hoch. Und meine externe Festplatte ist auch kaputt, das heißt, es ist gerade so ein bisschen schwierig mit dem, Vorankommen, was das Arbeiten angeht. Ich habe mir zum Glück jetzt sowieso einen neuen Rechner gekauft, aber da ist praktisch noch keine Software drauf und es dauert auch noch bis nächste Woche, bis der Rechner weitestgehend bestückt ist, damit ich da wieder mit dem arbeiten kann. Aber damit ihr nicht sofort denkt, unsubscribe. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem, was ich zurzeit so mache, weil dann könnt ihr schon mal gucken, was das halt mit dem Musikvideo so wird. Es sind nur 3 Sekunden, also erwartet nicht zu viel. Das waren jetzt mit Abstand die tollsten 3 Sekunden des gesamten Videos. Ich meine, das war auch nicht so schwierig zu erreichen, weil es ja ansonsten nicht allzu viel passiert. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und es tut mir leid, dass es einfach zur Zeit so doofe Umstände gibt. Ihr wisst ja, mit Computer kaputt und so weiter. Aber wenn jetzt doch interessiert, wie diese winzigen Sekunden jetzt gerade entstanden sind und so weiter, für den gibt es jetzt noch nach dieser ätzenden Textpassage ein lustiges kleines Mini-Making-of. Für alle, die nicht zuschauen wollen, vielen Dank fürs Zuschauen bis jetzt und bis dann, euer Fabi. So, hier ist jetzt quasi mal das Set, das ich benutze. Ihr seht, normalerweise filme ich ja immer hier drüben drauf, aber da ich jetzt so ganz specialige Kamerafahrten machen muss und so, habe ich mir quasi meinen Drehhocker genommen, ein wenig umfunktioniert und ihr seht, jetzt ist hier die Kamera. Dieses extrem lange Objektiv ist da vorne drauf, weil ich damit viel näher rankomme. Das sind so Makro-Zwischenringe, damit ich halt schöne Aufnahmen von den Gesichtern hinkriege. Habt ihr in die Lampe geguckt? So, und ich habe halt hinter diesem Oliver-Männchen da, habe ich halt keine eigene Lampe für. Also die so aussieht wie diese 4 Funzeln halt im Hintergrund. Sondern da habe ich halt diese eine große Lampe für genommen. Und ich kann euch das mal zeigen. Hier sind dann hinten Löcher in der Wand, damit das da durchstrahlt. So, und damit ich das mehr oder weniger von den Frames her richtig hinkriege, steht hier neben mein Computer. Und da kann ich dann durch die einzelnen Frames so durchseppen. Und versuche die halt möglichst genau nachzustellen. Ich mache nicht jede Frame, weil das würde dann im Endeffekt wahrscheinlich nur Ruckler ergeben. Aber ja, ne? Das ist das. So, das war's jetzt aber echt auch mal. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ich eure Geduld mal wieder strapazieren durfte. Bis denn, euer, hier, Dings, Fabi, genau. Boah, war das ein schlechter Witz. Tschüss.